Wir kommen zu Top 13. Das ist der fünfte Bericht des Vorsitzenden des Petitionsausschusses betreffend Tätigkeit in der 20. Wahlperiode. Das ist der Berichtszeitraum 2023. Als erstes hat der Vorsitzende Oliver Uhlert das Wort. Er hat 10 Minuten Redezeit. Für die Sprecherinnen und Sprecher haben wir eine Redezeit von 5 Minuten vereinbart. Bitte schön. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gemäß § 13 des Hessischen Petitionsgesetzes liegt Ihnen heute der fünfte Bericht über die Tätigkeit des Petitionsausschusses vor. Ich darf in meiner Funktion als Vorsitzender Ihnen über dessen Tätigkeit im Berichtszeitraum 2023 berichten. Meine Damen und Herren, bevor ich auf die vorliegenden 23 Seiten eingehe, möchte ich gerade zu Beginn einer neuen Wahlperiode zunächst einmal die Gelegenheit nutzen, um ein paar grundsätzliche Aspekte des Petitionsrechts und dessen Bedeutung anzusprechen. Petitionen sind und waren in demokratischen Staaten stets ein wichtiges Instrument, um die Bürgerinnen und Bürger an demokratischen Prozessen auch teilnehmen zu lassen, ihnen die Möglichkeit zu geben, Bürgerrechte zu verteidigen, Gesetze zu beeinflussen, Missstände aufzuzeigen und so die öffentliche Debatte anzuregen, die politische Agenda zu beeinflussen und politische Veränderungen herbeizuführen. Die Weltgeschichte ist reich an Petitionen. Schon in der Magna Carta von 1215 wurde in England das Recht festgeschrieben, dass der Monarch verpflichtet ist, auf seine Untertanen zu hören. Und damit markiert die Magna Carta einen Meilenstein in der Geschichte der Rechtsstaatlichkeit, aber auch einen der wichtigen Ausgangspunkte für das heutige Petitionsrecht als Instrument der Bürgerbeteiligung. So kurz nach dem 8. März, dem Weltfrauentag, kann man an dieser Stelle auch die Petition der 20.000 von 1864 benennen. Eine Petition, die 20.000 Frauen aus Großbritannien und Irland unterschrieben haben und die Forderung nach dem Frauenrecht, Wahlrecht stellten. 1963 ist aus der Bürgerrechtsbewegung eine Petition entstanden, die von mehr als 250.000 Menschen unterzeichnet wurde und die die Forderung nach gleichen Rechten für Afroamerikanerinnen und Amerikaner in den Vereinigten Staaten stellte und ein Jahr später zur Verabschiedung der Civil Rights Act führte. Und 1989 gab es eine weltweite Petition zur Abschaffung des rassistischen Apartheidsregimes in Südafrika. Obwohl die Apartheid erst 1994 aufgehoben wurde, trug diese Petition wesentlich dazu bei, dass der Druck, der internationale Druck auf das Regime erhöht wurde und letztendlich zu dieser Veränderung führte. Sie sehen, Petitionen haben mit Erfolg dazu beigetragen, dass es zu grundlegenden Veränderungen kam und die Gesellschaft gerechter und freier wurde. Meine Damen und Herren, das Petitionsrecht wurde aber nicht immer möglich gemacht. Gerade auch in der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte verlor es an Bedeutung. Denn mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und dem entstandenen Unrechtsregime konnte jeder verfolgt und verhaftet werden, der sich wegen einer Petition als Querulant zeigte. Das Dritte Reich duldete keine Opposition und schaffte auch die kritische Sichtweise einer Petition faktisch ab. Meine Damen und Herren, wir müssen in der heutigen Zeit in einer Gesellschaft, in der auch in Parlamenten immer mal wieder ernsthaft daran gezweifelt wird, dass man in Deutschland die freie Meinung noch artikulieren und äußern darf, sich immer wieder daran erinnern. Und meine Damen und Herren, das muss uns alle ganz deutlich mal vor Augen geführt werden. Politisch motivierte Geschichtsvergessenheit schadet der Demokratie. Und dem müssen wir uns hier im Haus entschieden entgegenstellen. In der heutigen Zeit, in der Bürgerbeteiligung von entscheidender Bedeutung ist, bieten Petitionen die Möglichkeit, für jede Person die Stimme zu erheben und das Anliegen vorzubringen. Sie sind ein Instrument der direkten Demokratie,
das den Menschen ermöglicht, aktiv an politischen Prozessen teilzunehmen. Als gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter tragen wir eine besondere Verantwortung, die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger zu hören und auf ihre Anliegen einzugehen. In diesem Sinne rufe ich Sie alle hier im Hause auf, dass Sie das Petitionsrecht stärken und schützen. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam dafür eintreten, dass Petitionen weiterhin ein wichtiger Bestandteil der demokratischen Tradition bleibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme nun zum vorliegenden Bericht. Er betrifft ja die Arbeit der letzten Wahlperiode. Und wir haben es in der 20. Wahlperiode hinbekommen, gemeinsam über Regierungs- und Oppositionsgrenzen hinweg ein hessisches Petitionsgesetz zu erarbeiten. Die Fraktionen der Grünen, SPD, CDU und der Freien Demokraten haben dies gemeinsam auf den Weg gebracht. Und neben der Bearbeitung von 5.408 Petitionen in den vergangenen 5 Jahren war das sicherlich eines der großen Erfolge, auf die wir stolz sein dürfen. Ich möchte die Gelegenheit auch deshalb nutzen, all jenen zu danken, die in den vergangenen Jahren die Arbeit des Petitionsausschusses in wertvoller Weise mitgestaltet haben. Und besonders zu erwähnen an dieser Stelle sind zum einen Sie, die Kolleginnen und Kollegen, die das in vertrauensvoller Mitarbeit gemacht haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Abgeordnetenbüros, die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien und ganz besonders Frau Engelhardt, Sie und Ihr Team, was hier oben mit auf der Besuchertribüne sitzt, danken wir sehr. Wir haben gemeinsam ein sehr wichtiges Jedermannrecht von Verfassungsrang den notwendigen Raum in der parlamentarischen Arbeit verliehen. Herzlichen Dank. Es gehört zu jedem Bericht dazu, die statistischen Zahlen und Eckdaten, auf die ich hier an dieser Stelle eingehen möchte, möchte aber vorab sagen, dass das letztendlich trotzdem Einzelfälle sind, auf die wir im Einzelnen sehr genau geschaut haben und die Sachverhalte geprüft haben. Der Petitionsausschuss hat sich im Berichtszeitraum 2023 9-mal getroffen in den Sitzungen. Wir hatten 5 Ortstermine und 7 runde Tische, in denen wir immer wieder nach Lösungsmöglichkeiten gesucht haben. 935 Petitionen sind im Berichtszeitraum eingegangen. Im Vergleich zum Vorjahr, da waren es 1006, ist das ein Rückgang von 7,1%. Wir liegen damit aber weiterhin im statistischen Mittel und insofern nichts Außergewöhnliches. 93 Petitionen wurden positiv abgeschlossen, 55 Petitionen teilweise positiv. Dies entspricht einem Anteil von 16%. Und das bedeutet, dass wir eine Steigerung von 5% haben, denn da waren es 11%. Diese Erfolgsquote auf niedrigem Niveau spricht dafür, dass in unserem Land die staatlichen Stellen eine gute Arbeit leisten. Denn sie handeln ganz offensichtlich rechtsstaatlich. Und das ist ein sehr positives Signal. Diese Quote zeigt aber auch, dass die Arbeit des Petitionsausschusses weiterhin gebraucht wird und nötig ist. Und deshalb wir durchaus auch weiterhin daran arbeiten werden. Negativ abgeschlossen wurden 473 Petitionen, zu denen man auch sagen kann, dass es den Bürgerinnen und Bürgern sehr oft auch nicht unbedingt darum ging, einen positiven Abschluss zu erzielen. So mancher zweifelt da auch selbst schon dran. Aber es ist ganz klar so, dass man sich wünscht, dass wir eine Kontrollfunktion für die Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen. Und das ist auch der Kern der Arbeit des Petitionsausschusses. Im Bereich der aufenthaltsrechtlichen Petitionen haben wir zum zweiten Mal einen Rückgang zu verzeichnen, einen Rückgang von 194 Fällen auf 175. Und das bedeutet, dass der prozentuale Gesamtanteil an allen Petitionen aktuell 18,7% beträgt. Die meisten Petitionen betrafen Personen aus der Türkei, Marokko, Pakistan, Äthiopien und Nigeria. Die Auswirkungen der Anfang 2023 ausgeführten Regelungen zur Erteilung einer sogenannten Chancenaufenthaltserlaubnis spiegeln sich im Besonderen wider. Wir hatten eine erhöhte Anzahl von
positiv abgeschlossenen Fällen, die eben tatsächlich auf diese Regelung zurückzuführen ist. Ich komme zum Schluss und möchte Ihnen mitteilen, dass der Petitionsausschuss in der neuen Zusammensetzung nunmehr 16-köpfig wieder arbeitsfähig ist und die Arbeit aufgenommen hat. Ich wünsche mir für die kommenden 5 Jahre, für uns alle, dass dieser Petitionsausschuss erneut verantwortungsvoll und mit dem notwendigen Engagement die einzelnen Fälle bearbeitet und im Besonderen auch den Eingaben nachgehen. Denn ein noch so gutes Petitionsgesetz wird am Ende des Tages nicht dazu führen, dass den Bürgerinnen und Bürgern geholfen wird, sondern in aller Regel braucht es dafür Menschen, Sie alle, die auch in Zukunft daran beteiligt werden. Und bitte, dass wir das in diesem Sinne fortsetzen. Ich jedenfalls freue mich auf weitere Eingaben der Bürgerinnen und Bürger und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als erste Rednerin in der Aussprache hat sich Abgeordnete Heitland von der CDU zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eine Petition nach dem lateinischen Petitio, eine Bitte oder ein Gesuch, ist mithin die niedrigschwelligste Form der Bürgerbeteiligung. Sich ohne Mittelsmann und ohne zwischengeschalteten Verwaltungsprozess direkt und in eigenen Worten an das Parlament wenden zu können, ist ein Privileg unserer freien und demokratischen Gesellschaft. In Zeiten politischer Verdrossenheit, sinkendem Institutionsvertrauen und teils großer gesellschaftlicher Unzufriedenheit ist es gerade der Petitionsausschuss, der dem Bürger einladend die Tür aufhält und sagt, wir sind hier, wir sind ansprechbar, wir helfen oder wir klären, egal bei welchem Problem. Das Petitionsrecht ist übrigens ein uraltes Recht, was schon die Paulskirchenverfassung von 1848 kannte und selbst, wenn auch etwas verklausuliert, in der Reichsverfassung von 1871 festgeschrieben war. Und daher bin ich sehr froh, nun mittlerweile in der 3. Legislaturperiode diesem Ausschuss anzugehören und danke auch meiner Fraktion für das Vertrauen in mich, mich zur Obfrau zu benennen. Als Landespolitiker versuchen wir, stets das große Ganze im Blick zu behalten. Und das ist im Grunde auch richtig so. Doch auf der Individualebene geht es manchmal eben auch um ganz persönliche Anliegen und Probleme. Und an dieser Stelle ist der Petitionsausschuss verortet. Die Anliegen, die uns im Ausschuss erreichen, sind unfassbar vielfältig. Da geht es um Fragen des Straßenverkehrs, Probleme mit Behörden, aufenthaltsrechtliche Fragen, Baurecht, Videoüberwachung, Sicherheit im öffentlichen Raum, Erhalt von Schulstandorten, Schaffung von Weiterbildungsangeboten oder um Besoldung, Pension oder Rente. Und das sind nur einige Themenbereiche, die ich benannt habe. Nirgendwo sonst werden wir Abgeordnete mit so einer breiten Palette an Themen aus unterschiedlichen Bereichen konfrontiert. Das hilft einerseits dabei, sich bereichsübergreifend wichtiges Wissen anzueignen, andererseits erdet es uns auch. Denn anstatt mit abstrakten Gesetzesentwürfen befasst man sich mit den alltäglichen Problemen der Menschen in unserem Land. Und der Petitionsausschuss kann sich bei seiner Arbeit natürlich nicht über geltendes Recht hinwegsetzen. Er kann auch keine Urteile aufheben. Und daher gibt es auch keine Garantie, dass einer Petition immer entsprochen wird. Es gibt allerdings eine Garantie, dass der Ausschuss sich mit jeder eingereichten Petition ernsthaft befasst. Wir holen Stellungnahmen der Ministerien ein, verlangen Akteneinsicht, führen Ortstermine, runde Tische durch und arbeiten gemeinsam mit den Petenten an einvernehmlichen Lösungen. Und das ist unsere Verpflichtung und unser Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte noch einige Worte zu den aufenthaltsrechtlichen Petitionen sagen. Sie machen immer noch einen Teil von 20% im Rahmen unserer Petitionsarbeit aus.
Und mit dem Petitionserlass haben wir in Hessen eine gute und vorbildliche Handhabe der Verfahrenssicherung, die für alle Beteiligten Rechtssicherheit schafft und die Rolle des Ausschusses stärkt. Es ist nicht im Interesse der Petenten, ewig lange Verfahren zu haben. Die Klarheit, wie es weitergeht, ist oftmals wertvoller. Und mit unserem Petitionserlass geht Hessen einen vorbildlichen Sonderweg. In den meisten Ländern gibt es solche Regelungen nicht. Dort kann auch im laufenden Petitionsverfahren abgeschoben werden. Und manchmal liegt es auch einfach an der Ausländerbehörde, wie mit dem Fall umgegangen wird. Und Hessen bietet hier wichtige Klarheit und Rechtssicherheit, die auch über Hessen hinaus anerkannt wird. Und dabei ist es sicherlich wichtig zu betonen, das hat der Vorsitzende gerade schon getan, dass wir regierungs- und oppositionsübergreifend im Petitionsausschuss arbeiten und der Petitionsausschuss kein Ort für Parteipolitik ist, denn das unterscheidet ihn klar von den anderen Ausschüssen. Und umso mehr möchte ich an dieser Stelle ganz besonders unserem Ausschussvorsitzenden Oliver Uhlert für seine ruhige und konstruktive Sitzungsführung danken. Und mein Dank geht auch an die Landesregierung, jetzt neu im Innenministerium mit Herrn Professor Prosek an der Spitze. Bitte richten Sie auch Herrn Müller unseren Dank aus, der sich immer sehr intensiv mit uns beschäftigt und auch entsprechend unterstützt. Und mein abschließender Dank und größter Dank gilt den fleißigen Mitarbeitern, ohne die die Arbeit des Petitionsausschusses nicht möglich wäre. Bereichsleiterin Daniela Engelhardt, nein, da ist sie nicht mehr, inzwischen vielleicht oben, genau, sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferates, denn gefühlt sind sie Tag und Nacht für uns erreichbar und dafür gilt Ihnen unser Respekt und unser größter Dank. Frau Heitkern, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich bedanke mich in diesem Sinne für die gute Zusammenarbeit und ja, wünsche uns weiterhin gute Verrichtungen. Vielen Dank. Als Nächste spricht zu uns Frau Schleenbecker, Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch ich will in diesem Jahr wieder zu Beginn meiner Rede Danke sagen. Zum einen unserem Vorsitzenden Oliver Uhlert und den Mitarbeiterinnen im Referat, aber auch den Menschen in den Ministerien und nachgelagerten Behörden zu den eingereichten Petitionen arbeiten, und zwar in der Form, dass sie uns Berichterstattern und Berichterstatterinnen mit den nötigen Hintergrundinformationen versorgen und unsere Nachfragen auch in der Regel zeitnah und ausführlich beantworten. Auch den Kollegen und Kolleginnen, die in der vergangenen Legislaturperiode im Petitionsausschuss engagiert mitgearbeitet haben, möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. Unsere ehemalige Vorsitzende, die jetzt Staatssekretärin ist, hat es hoffentlich gehört. Weil ich denke, es war eine gute Legislaturperiode, über die wir heute sozusagen diesen fünften Bericht für die vergangenen Jahre halten. Und es ist bereits angeklungen, auch im vergangenen Jahr gab es wieder sehr viele unterschiedliche Themen, die wir bearbeitet haben. Und diese gemeinsame Arbeit im Petitionsausschuss, die ist nicht immer einfach. Aber sie ist immer getragen von dem Willen der Ausschussmitglieder für die Menschen in unserem Land, bezüglich dieser ganz individuellen Anliegen eine gute Lösung zu finden. Und die Zielsetzung von uns Mitgliedern im Petitionsausschuss ist ja auch deswegen, dass wir neutral arbeiten, weil wir für die Menschen arbeiten. Wir betrachten Petitionen nicht politisch, und wir zerren sie in der Regel ja auch nicht aus diesem geschützten Raum, den wir im Petitionsausschuss haben, ins Rampenlicht der politischen Debatten. Und wir haben auch in den letzten Jahren viel dafür getan, das Petitionsrecht einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir haben gerade letztes Jahr neben den regulären Ausschusssitzungen diese 5 Ortstermine und 7 runden Tische gemacht. Wir haben an 2 Schulen Planspiele wieder durchführen können, damit sehr viele Schüler und Schülerinnen erreicht. Und ein Format, was ich persönlich sehr gut finde, es fanden 5 Bürgerinnen-Sprechstunden, entweder hier in Wiesbaden oder in der Fläche statt. Vor diesen Bürgerinnen-Sprechstunden werden in den regionalen Medien diese Termine veröffentlicht. Und allein dadurch werden schon wieder Menschen auf ihr Petitionsrecht aufmerksam gemacht. Und die Sprechstunden sind in der Regel sehr gut nachgefragt.
Und auch auf dem Hessentag in Pfungstadt haben wir wieder viele Gespräche führen können. Es sind auch dort direkt am Stand Petitionen eingereicht worden. Und ich freue mich auch schon dieses Jahr, das Referat mit den Kollegen und Kolleginnen gemeinsam am Informationsstand des Petitionsausschusses in Fritzlar wieder unterstützen zu können. Und es gibt noch einen weiteren Bereich, den ich persönlich sehr wichtig finde und der in unseren Reden hier zum Bericht über die Petitionen oft ein bisschen zu kurz kommt und der aber auch im Bericht seinen Platz findet. Das sind die Petitionen von Gefangenen. Und im vergangenen Jahr, so kann man im Bericht ja auch nachlesen, wurden 50 Eingaben an den Landtag von Menschen aus den hessischen Justizvollzugsanstalten gestellt. Und diese werden im Unterausschuss Justizvollzug behandelt, drehen sich unter anderem um die medizinische Versorgung, Besuchs- und Arbeitsmöglichkeiten, um persönliche Vollzugspläne und auch um Bitten um Resozialisierungsmaßnahmen. Und auch in diesem Unterausschuss, dem ich erneut angehören darf, nehmen wir die Aufgabe der Petitionen sehr ernst und wir pflegen dort ein konstruktives Miteinander. Deswegen möchte ich auch in dieser Rede meinen Dank aussprechen an die Mitglieder des Unterausschusses Justizvollzug in den vergangenen Jahren. Ich gehe davon aus, dass wir auch zukünftig wieder gut zusammenarbeiten. Stellvertretend sei hier der Kollege und Ausschussvorsitzende Hartmut Honker erwähnt. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die konstruktive Zusammenarbeit und auch an die Staatssekretärin Eichner, die uns da immer gut unterstützt. Vielen Dank. Ja, und fertig, Hartmut? Gleich dürft ihr für mich klatschen. Ich wiederhole nämlich jetzt noch einmal an dieser Stelle meinen Dank an alle, besonders an Frau Engelhardt, das Referat, alle Mitarbeitenden an den Regionalbüros, in den nachgelagerten Behörden, in den Ministerien, den Kollegen und Kolleginnen, vielleicht sind die ehemaligen ja auch am Livestream dabei, für die freundliche und kompetente Unterstützung, für den Diskurs, den wir miteinander führen, wo wir nicht immer einig sind, aber doch ringen um gute Lösungen. Und ohne diese geleistete Unterstützung, ohne all diese Vorarbeiten und den organisatorischen Rahmen, da könnten wir diese Bandbreite an Themen, die ja angesprochen wurden, nicht bearbeiten. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, wir können auch in Zukunft in diesem besonderen und so elementar wichtigen Ausschuss weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Müger von der AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrtes Hohes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst möchte ich mich für die Vorstellung des Petitionsberichts bei unserem Ausschussvorsitzenden, Herr Ulloth, bedanken. Ebenso möchte ich die Gelegenheit nutzen, Frau Engelhardt sowie den Mitarbeitern des Petitionsreferats für die gute Zusammenarbeit zu danken. Sie unterstützen uns jederzeit bei Fragen zur Bearbeitung der Petitionen und helfen uns damit, unsere Arbeit im Sinne der Petenten zu erledigen. Vielen Dank. Ebenso möchte ich unserem ehemaligen Zuständigen für Petitionen, dem Alterspräsidenten Bernd Fohl, für seine jahrelange Arbeit in diesem Bereich sowie die Vorbereitung meiner Person auf dieses Amt ganz herzlich danken. Ich werde mein Bestes tun, ein würdiger Nachfolger zu sein. Obwohl das vergangene Jahr ein Wahljahr war und viele Ausschussmitglieder zeitgleich um ihren Sitz in diesem Parlament kämpfen mussten, tat dies der Arbeit des Petitionsausschusses keinen Abbruch. 935 Petitionen erreichten den Landtag, was sie, wie im Petitionsbericht bereits erwähnt, eine geringe Reduzierung zum Vorjahr darstellt, die den üblichen statistischen Schwankungen unterliegt. Die Petition bleibt also auch weiterhin ein unverzichtbares Werkzeug der Brückenlegung und Distanzverkürzung zwischen Parlamentarier und dem Bürger mit seinem Alltagsproblem. Auch das letzte Jahr war ein arbeitsreiches für den Ausschuss. 929 Petitionen wurden abschließend behandelt, im Kontrast zu den 725 im Vorjahr, ein deutlicher Beweis dafür, dass sich die Mitglieder des Ausschusses nicht vor Arbeit drücken und ihren Auftrag sehr ernst nehmen. 16% dieser Petitionen wurden positiv oder teilweise positiv gewertet. Jede davon ein Erfolg nicht nur für den Petenten, sondern auch für den Ausschuss und für die hessische Demokratie.
Denn, meine Damen und Herren, das Vorbringen von Volksbegehren, sei es von Gruppen oder Einzelnen, ist ein Kernakt der Demokratie und ein kleines, aber so wichtiges Zugeständnis an die Macht des Souveräns, des Volkes höchst selbst. Darüber hinaus besteht die Arbeit des Ausschusses zwar hauptsächlich, aber nicht nur aus der Bearbeitung von Petitionen. Neben den 9 Sitzungen, die diesem Vorgang gewidmet waren, nahmen die Mitglieder auch an 5 Ortsterminen, 7 runden Tischen sowie 2 schulischen Planspielen teil und besuchten die Bundespolizeidirektion am Frankfurter Flughafen, um sich einen Eindruck über die dortige Remigrationspraxis zu machen. Sich selbst ein Bild von der Lage zu machen und auf den Bürger zuzugehen, sind elementare Pflichten des Ausschusses, die auch weiterhin von zentraler Bedeutung bleiben. Der vorgestellte Petitionsbericht gibt einen detaillierten Einblick in die Arbeit des Petitionsausschusses sowie in die Wünsche und Bestrebungen der Bürger, welche in den vielfachen Petitionen zum Ausdruck gebracht werden. Genau diesen gilt nämlich im besonderen Maße Beachtung zu schenken. Schulden wir als gewählte Vertreter den Bürgern eine klare und schnelle Antwort auf den Vertrauensvorschuss, welchen sie uns mit ihrer Stimme erteilt haben. Dabei handelt es sich weit weniger um ein Geschenk, auch wenn sich die Ehre, die hessischen Bürger zu vertreten, oft so anfühlen mag, sondern viel eher um einen deutlichen Arbeitsauftrag, welches im Rahmen von Recht und Möglichkeiten auszuführen gibt. Trotz des Sitzes dieses Hohen Hauses inmitten der hübschen Wiesbadener Altstadt dürfen wir nie eine Distanz zu denen aufkommen lassen, die uns legitimiert haben und für deren Interessen wir hier streiten müssen. Insofern kann ich nun, selbst in der kurzen Zeit, in der ich Teil des Ausschusses bin, diesen mein größtes Lob aussprechen. Die Mitglieder sind jederzeit für den Bürger erreichbar, wie bald auch im Mai auf den Hessentag in Fritzlar. Dazu kommt die überaus angenehme Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern. Wie in kaum einem anderen Ausschuss steht hier der Mensch im Vordergrund und nicht das trennende Lagerdenken, welches die Arbeit im Plenum oft erschwert. Der Schwerpunkt liegt im Petitionsausschuss tatsächlich darauf, ernsthaft zu versuchen, den Petenten im rechtsstaatlichen Rahmen entgegenzukommen. Ein Ziel, welches ich mir hier in Zukunft öfters auch in vielen anderen Bereichen wünschen würde. Somit gilt mein letztes Wort als Lob an die werten Ausschusskollegen und auf weitere gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Das war die erste Rede von Abgeordneten Müger. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes bitte ich die Abgeordnete Barth von der SPD ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie haben es anhand der Reden meiner Vorrednerinnen und Vorredner schon gemerkt, es handelt sich hier um einen besonderen Ausschuss, der nicht wie die anderen Ausschüsse, wo Rede und Gegenrede oft die Diskussion bestimmen, sondern häufig sehr viel Einvernehmen passiert. Fast 1000 Petitionen haben wir auch im letzten Jahr wieder behandelt, indem wir Behördenentscheidungen überprüft und diskutiert haben und allein damit dem Petenten ein besseres Gefühl gegeben haben. In den meisten Fällen blieb die Entscheidung, das heißt auch, dass sie nach Recht und Gesetz oder nach Sach- und Rechtslage, wie es bei uns im Ausschuss heißt, in den Beschlüssen richtig getroffen wurden. Die gute Öffentlichkeitsarbeit unseres Gremiums haben wir auch in diesem Jahr intensiv fortgeführt. Bürgersprechstunden, Planspiele an Schulen, runde Tische, Vororttermine, der Stand auf dem Hessentag und beim Tag der offenen Tür des Landtags. Kein Ausschuss betreibt eine derart intensive Öffentlichkeitsarbeit wie wir. Wir sehen darin vor allem einen wichtigen Beitrag gegen Demokratieverdrossenheit. Und das, meine Damen und Herren, ist wichtiger
heute wichtiger denn je. Unser Petitionsgesetz aus dem Jahr 2021, es wurde schon erwähnt, hat sich inzwischen etabliert und Wirkung entfaltet. Auch die Fristenregelungen aus dem begleitenden Petitionserlass, die wir bei den ausländerrechtlichen Petitionen eingezogen haben, haben zu einer Verfahrensstraffung geführt, was auch durchaus positiv zu sehen ist. Lange Hängepartien sind nicht im Interesse der Menschen, die bei uns Asyl beantragen. Die Fälle, die wir bei den Petitionen zu begutachten haben, sind oft dramatische Einzelschicksale, die einen nicht immer kalt lassen. Das betrifft insbesondere übrigens auch die Ausländerpetitionen. Zum Glück entwickelt sich das Ausländerrecht in Deutschland stetig weiter und eröffnet mehr und mehr legale Migrationswege. Beispielsweise der Migrationspakt, der die Beschäftigungsduldung ermöglicht hat, das Chancenaufenthaltsrecht, welches Menschen, die sich hier in vielen Jahren angefangen haben, eine Existenz aufzubauen, unsere Sprache gut zu erlernen, eine Beschäftigung gefunden haben und sich natürlich zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, eine längere Duldung anstelle von monatlichen Kettenduldungen zu ermöglichen, um sich so einen rechtmäßigen Aufenthalt zu sichern. Das entlastet auch unsere Behörden und hat im Ausschuss zu vielen positiv abgeschlossenen Petitionen geführt. Manche Petitionen berühren uns mehr als andere. Ich will, wie in den meisten Jahren, immer mein persönliches Highlight aus dem vergangenen Jahr schildern. Und zwar war dies der erfolgreiche Abschluss einer Petition im November 2023, um die wir uns über 2 Jahre intensiv gekümmert haben. Die vorzeitige Einbürgerung eines jungen Äthiopiers, der zu Beginn der Petition 13 Jahre alt war, eingereist als UMA, als sogenannter unbegleiteter minderjähriger Ausländer, mit hervorragenden Integrationsleistungen und einem außerordentlichen sportlichen Talent im Bereich der Leichtathletik. Ohne deutsche Staatsbürgerschaft war ihm als Staatenlosen die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen verwehrt. Nach einer Vielzahl an Gesprächen durfte er dann endlich den ersehnten deutschen Pass überreicht bei der Einbürgerungsfeier des Landes Hessens feierlich im Biebricher Schloss überreicht vom Staatsminister Klose in den Händen halten. Sollte er als deutscher Sportler irgendwann einmal das Siegertreppchen mit einer nationalen Medaille erklimmen, werden die Mitglieder des Petitionsausschusses zu Recht darauf sehr stolz sein. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen das auch geschildert, um Ihnen zu zeigen, dass die Arbeit im Petitionsausschuss eine sehr erfüllende Arbeit ist und auf eine besondere Weise einzigartig. Als Letztes möchte ich mich noch, manche haben das am Anfang gemacht, manche machen es am Ende. Dort oben sitzt ein großer Teil des Teams, des tollen Teams von Frau Engelhardt. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken. Ihre Fachkompetenz und Ihre Unterstützung sind von unschätzbarem Wert für unsere Arbeit. Sie alle machen einen tollen Job. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich Herr Stierberg von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Herr Präsident, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der aktuelle Petitionsbericht zeigt erneut die Vielfalt der Anliegen und Beschwerden hessischer Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, diese Vielfalt ist es auch, die die Arbeit in diesem Gremium so interessant macht. Nicht nur seit Neuestem für mich, sondern auch für jeden, der in diesem Ausschuss arbeitet, wie die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen deutlich gemacht haben. Und was auch mein Eindruck ist von dem, was meine Vorgänger als Mitglied im Petitionsausschuss
mir so berichtet haben, Janke Pürsün und Thomas Schäfer, die das mit großem Herzblut und großer Leidenschaft gemacht haben. Vielen Dank für eure engagierte Arbeit. Die Petitionen sind Hinweise auch auf politische Defizite und manchmal auch auf die Behebung politischer Defizite. Ich will mal drei Beispiele nennen. Der Justizbereich. Hier kritisieren Petenten häufig die langen Verfahrensdauern, insbesondere vor Verwaltungsgerichten oder in Familiensachen. Und die anhaltende Kritik an der langen Verfahrensdauer zeigt, dass hier ein großer Handlungsbedarf seitens der Landesregierung besteht, zeigt die Notwendigkeit von Digitalisierung und besserer Personalausstattung. Beispiel 2. Die Petitionen zu Rundfunkangelegenheiten lenken unseren Blick auf die Rundfunkgebühren. Die Forderung nach Abschaffung aus verschiedenen Gründen zeigt, dass wir als Volksvertretung auch in der Medienlandschaft gefordert sind, die Interessen und Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Und da sind zwei Dinge, glaube ich, wichtig. Es zeigt die Notwendigkeit, Akzeptanz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schaffen. Aber es zeigt auch den großen Reformbedarf auf, den es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und ein drittes Beispiel, das sind die Entwicklungen im Bereich des Datenschutzes. Es gibt nur noch wenige Eingaben, die sich mit Beschwerden rund um den Datenschutz und der Arbeit des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit beschäftigen. Das Thema hatten wir gerade heute Vormittag auf der Tagesordnung. Und das zeigt, dass sich der Umgang mit Datenschutzgrundverordnung und auch mit dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz normalisiert hat. Und zum Schluss möchte ich noch auf ein konkretes Beispiel eingehen, das uns stark beeindruckt hat. Eine Petentin kritisierte den nicht barrierefreien Wiederaufbau des Goethe-Turms in Frankfurt am Main, der im Herbst 2017 bekanntlich in Brand gesetzt wurde und zerstört wurde. Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen hatte mitgeteilt, dass die Barrierefreiheit für öffentliche Anlagen nur dann sozusagen zu gewährleisten ist, wenn das nicht in einem unverhältnismäßigen Mehraufwand umgesetzt werden kann. Da das dort halt ein Riesenaufwand gewesen wäre, wäre es also sozusagen nicht nötig gewesen. Der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen stellte alternative barrierefreie Angebote vor. Im Zuge dessen wurde die Frankfurt University of Applied Sciences mit einbezogen, um ein barrierefreies Angebot im Areal rund um den Goethe-Turm zu schaffen. Es entstand daraus eine Seminararbeit. Dabei wurden insgesamt 9 Projekte zur Gestaltung eines inklusiven Platzes am Fuße des Goethe-Turms erarbeitet. Und auch wenn der Goethe-Turm nicht im Sinne der Petition barrierefrei wieder aufgebaut werden konnte, hat die Petition doch dazu beigetragen, ein barrierefreies Angebot rund um den Goethe-Turm zu ermöglichen und damit die Situation in Frankfurt am Main zu verbessern. Und daran sieht man, meine sehr geehrten Damen und Herren, Petitionen können konkrete Veränderungen bewirken, und das ist auch gut so. Die erfolgreiche Bearbeitung von Anträgen auf Aufenthaltserlaubnis sowie die Verbesserungen auch rund um den Goethe-Turm in Frankfurt zeigen, dass wir durch unser Handeln als Abgeordnete auch, dass wir durch unser Handeln das Leben der Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflussen können. Mein Dank geht an den Ausschussvorsitzenden Oliver Ulloth, der ist mit großer Empathie, die den Ausschuss auch leitet, und das gesamte Team des Petitionsreferats. Herzlichen Dank. Nun darf ich der Landesregierung das Wort erteilen. Herr Innenminister Prof. Dr. Poseck, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Vorrednerinnen und Vorredner haben zu Recht auf die hohe Bedeutung des Petitionsausschusses und die wertvolle Arbeit, die dort geleistet wird, hingewiesen. Ich möchte mich dem aus der Sicht der Landesregierung anschließen und dem Vorsitzenden Herrn Ullert, aber auch allen Mitwirkenden ganz herzlich danken für die wichtige Arbeit, die sie leisten. Der Petitionsausschuss ist gewissermaßen ein Aushängeschild für eine menschliche und für eine souveräne Demokratie. Eine menschliche Demokratie, weil sich jeder dorthin wenden kann, weil jede und jeder Einzelne dort Gehör findet und ernst genommen wird. Eine souveräne Demokratie, weil es jeder Bürgerin, jedem Bürger gestattet ist, den Staat um etwas zu bitten oder sich über etwas zu beschweren. Wir können sehr froh und dankbar dafür sein, dass wir in einer so souveränen Demokratie seit 75 Jahren leben dürfen. Und der Petitionsausschuss ist auch gelebtes Verfassungsrecht. Denn das Petitionsrecht ist ein Grundrecht nach der Hessischen Verfassung und nach dem Grundgesetz. Und das wird in der täglichen Arbeit des Petitionsausschusses umgesetzt. Ihr Bericht ist beeindruckend im Hinblick auf die Vielfalt der Themen und der Petitionen, mit denen Sie sich beschäftigen. Und wir wissen als Landesregierung, dass Sie sich mit jedem einzelnen Anliegen ausgesprochen sorgfältig und ernsthaft auseinandersetzen. Die Arbeit des Petitionsausschusses ist auch für die Landesregierung und für die Landesverwaltung sehr wichtig. Wir nehmen Stellung in den Verfahren, und diese Stellungnahmen, die Sie von der Landesverwaltung, von der Landesregierung erhalten, bedeuten immer auch noch einmal eine Überprüfung des Verwaltungshandelns. Und auch wenn nicht jede Petition erfolgreich ist, so ist doch gerade auch diese Reflexion noch einmal ausgesprochen wichtig. Und ich weiß, dass Sie auch viele Bürgerinnen und Bürger erreichen, die zwar keinen Erfolg haben, die aber vielleicht durch die Begründung auch noch einmal Verwaltungshandeln besser verstehen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in unserem Land besteht kein Anlass für Politikverdrossenheit. Das zeigt auch das Handeln des Petitionsausschusses. Und deshalb ist das eben ein gutes Beispiel für eine lebendige Demokratie, die nah an den Menschen ist. Und das haben Sie vor allen Dingen auch mit Ihrer Arbeit gezeigt, indem Sie vor Ort waren, indem Sie auch den direkten Kontakt zu den Menschen gesucht haben. Und dafür kann ich Ihnen nur auch im Namen der Landesregierung ein Kompliment aussprechen. Es war schon von den ausländerrechtlichen Petitionen die Rede. An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass es um menschliche Schicksale geht. Es geht auch um Recht, es geht auch um die Durchsetzung von Recht, aber dahinter stehen immer einzelne Menschen, für die die Entscheidungen des Staates und des Petitionsausschusses von großer Bedeutung sind. Ich glaube, dass wir gerade im Land Hessen mit dem Petitionsausschuss, der Art und Weise, wie Sie arbeiten, aber auch mit der Härtefallkommission ein hohes Schutzniveau gerade in diesem sensiblen Bereich staatlichen Handelns haben. Und das sollten wir uns auf alle Fälle erhalten. Ich wünsche dem Petitionsausschuss auch für diese gerade begonnene Legislaturperiode alles Gute, viel Erfolg. Machen Sie weiter so im Sinne der Menschen in Hessen und im Sinne unserer Demokratie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache und haben somit den 5. Bericht des Vorsitzenden des Petitionsausschusses entgegengenommen und besprochen.